Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, wir sind hier im letzten Part stehen geblieben mit der Konfrontation mit den Fedra auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, wie die Mehrzahl ist, aber ich denke mal Fedras. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie in den ersten Stock gelangen. Und sind hier stehen geblieben. Hallo. Alkohol. Komm her. Aber ich habe bis jetzt noch nirgends von der Treppe oder so gesehen. Wie ihr sehen könnt, ich weiß halt nicht, wie ich nach oben komme. Hier komme ich her. Komme ich denn nach oben? AL3. Was jetzt? Ah, okay, da kriegen wir Tipps. Das hätte ich schon viel, viel früher machen sollen. Ich habe das aber nicht gesehen. L3 für einen Tipp. Wenn wir dieses komische Dings immer hören. Oh, Leute. Das hätte mir schon sehr viel Zeit gespart. Ah, okay. Da vorne geht's weiter. Ein Generator. Frage ist, wollen wir den ausmachen? Oh, geht natürlich nicht. I Kakerlaken. Okay, es geht links weiter. Ist noch Alkohol. Vielleicht sollte ich mal ausmachen, weil dann sehen die ja, wo ich bin. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier muss es weitergehen. Vorratsliste. Ja, das kann ich gut gebrauchen, meine Lieben. Ist da noch was? Nein. Fenster will ich nicht einschlagen. Ich will nämlich nicht gehört werden. Bist du das, Nora? Okay, ich muss erstmal schauen. Aber dass sie noch nichts mitbekommen haben, ne? Scheiße, wann war Abby hier? Bin ich blöd. Du wirst uns sagen, wo sie hin ist. Wenn Isaac darüber mit uns redet,
sage ich, was meiner Meinung nach passiert ist. Ich habe hier langsam genug. Nora. Nora. Für die lasse ich mich nicht um. Wir warten. Das ist zu laut. Leise. Ellie, hinter dir? Lol, wo ist der Dude denn hin? Natürlich verschlossen. Kein Mucks. Weg mit dem Scheiß. Erkennst du mich? Ja. Du erkennst mich. Warum habt ihr Joel getötet? Was willst du? Abby war hier. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Wenn du schießt, ist sofort ein Haufen Soldaten hier. Und du wärst tot. Sag mir, wo sie ist. Vielleicht lasse ich dich gehen. Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler. So wie einen Fuß in Jackson zu setzen. Wo Aber warum? Allein schon, wo ist Abby? Warum haben sie Joel getötet? Das ist doch viel wichtiger. Was? Ich höre ihn jede Nacht. Ja. Was versucht sie denn jetzt? Der Pisser hat bekommen, was er verdient hat. Ja, aber warum? Du Mist! Hilfe! Also jeden! Hilfe! Irgendwer! Aber warum? Ah, ich muss hier hinterher? Theoretisch kann man sie ja auch ganz, also wenn man gut ist, kann man im Laufen ja auch schießen. Oha! Muss ja, glaube ich, immer noch hinterher. Folge einfach mal meinem Instinkt. Verdammt, Sackgasse! Da ist sie! Viereck, 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 Viereck! Viereck, 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 Viereck! Komm schon, Abby, Ellie! Oh, wieder die Verfolgungsjagd. Ach komm. Komm schon. Waffen runterwerfen. Nein, nein, halt. Nein, 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 bitte. Zurück. Leg die Waffe weg. Du kannst einfach gehen, okay? Ich will. Halt die Fresse. Waffe weg. Hände hoch. Zurück. Du kannst nicht entkommen. Das ist ein bisschen tief. Halt!
Ja, wir sind immun. Jumped! Es war kein gutes Versteck. Schnell, Ellie! Durch da! Sie hat sich 100% schon infiziert. Wir müssen hier lang. Ah, warte mal. Ich höre sie husten. Hi, Laura. Oh Gott. Oh Ja, sie hat sich schon heftig infiziert. Aber das geht ja richtig schnell. Ich dachte, das dauert 24 Stunden. Aber vielleicht ist das, sind die Sporen hier unten intensiver. Ich weiß es nicht. Also doch deswegen. Sie haben Joel getötet, weil er die Fireflies richtig aufgemischt hat. Ich bin doch eh schon tot. Warum sollte ich es dir sagen? Weil ich es schnell machen kann. Oder es sehr viel schlimmer machen. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen? Das ist deine letzte Chance. Ellie, hör doch mal zu. Mein Gott. Ich verrate meine Freunde nicht. Respekt. Jetzt hör doch mal zu, Ellie. Nein. Wir müssen es machen, ne? Ja. Ah, die wollte nicht zuhören. Ach. Leider. Wir haben auch immer noch die Pfeilspitze hier in der linken oder in der rechten Schulter. Oder hat Ellie schon gewusst, was Joel getan hat? Zumindest vom Ansatz her, was sie jetzt gerade gesagt hat. Ellie. Bist du okay? Scheiße.
versteckt sich in diesem Aquarium. Okay. Was? Woher hat sie die Info? Na komm, wir machen dich sauber. Oder hätte ich auch warten können und sie hätte mir das von alleine gesagt? Ich weiß es nicht. Also hier, die wir gerade getötet haben. Ja, anscheinend doch. Ellie weiß es, was Joel getan hat. Und darauf muss sie jetzt erstmal klarkommen. Ellie hätte wirklich sehr viele Menschenleben retten können. Ellie hätte vor allen Dingen Joels Leben retten können. Wenn man es so sehen will, ne? Oder auf der einen Seite. Oder heult sie jetzt wegen den Schmerzen? Ich weiß es nicht. Oh, holy shit. Woo! Ich meine, wenn Männer Namen haben, okay, aber bei Frauen. Also meine persönliche Meinung so, ne? Ich weiß es nicht. Ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, aber wenn jetzt eine Frau jetzt auch überall so richtig viele Narben und sowas hat, so auch hier im Gesicht, auf dem Rücken, auf dem Bauch, ich meine. Ellie ist ja full. Naja, schon heftig. Ja, also. Ja. Ja, Ellie. Ja, das. Ja, Ellie weiß es. Oh Gott. Jetzt kann Ellie vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, warum es so ist. Vielleicht mindert, ich weiß nicht, ob es ihre Rache so ein bisschen mindert, dass sie es jetzt weiß, warum Joel gestorben ist. Aber es behält sie erstmal für sich. Zwei Jahre zuvor. Oh, waren wir schon mal hier? Anscheinend. Pediatrics. Ist es die Kinderstation? Ich weiß es nicht. Ich kann meine Waffen zumindest nicht ziehen. Hab einiges zurückgelassen. Was ist das hier? Komm schon. Da muss doch irgendwas sein. Aber was suchen wir hier? Keine Ahnung, ich durchsuche einfach mal alles. Oder suchen sie jetzt die beiden Teenager, die ja verschwunden sind. Ich weiß es nicht. Hier ist auch noch was. Was ist das? Ist es das Krankenhaus, wo sie operiert werden sollte? Oder einfach generell Infos über sie, wo die Fireflies alles gesammelt haben? Das könnte auch sein. Das Wachstum ist eindeutig mutiert. Ich bin gespannt, ob die Testergebnisse unsere Theorie untermauern. Das ist ein ganz großes Ding. Ja, Ellie, das bist du. Oder wussten wir es schon vorher? Das ist unser Gehirn, Ellie. Na, dein Gehirn. Morgen um diese Zeit werden wir den Lauf der Geschichte verändert haben.
Ist das rote Farbe oder ist das Blut? Haben die das mit Blut beschmiert? Ich weiß es nicht. Ah doch, hier wurden wir doch operiert. Doch, hier lagen wir doch auf dem Tisch. Oh Gott. Ja. Aber wo sind die ganzen Leichen hin? Haben die Fireflies, die Überlebenden, alle beerdigt? Ja, ne? Nein. Ich gehörte zu denen, die dem Schmuggler auf der Spur waren. Und dem Mädchen. Die meinten, selbst wenn wir sie finden oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Komm her. Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen. Ja, Joel, hättest du einfach mal die Wahrheit gesagt. Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Geh weg. Ich mag dich nicht mehr. Sei doch wenigstens mal ehrlich, Joel. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Das ist ein Deal. Das ist ein sehr guter Deal. Irgendwann muss dieser Tag kommen, Joel. Aber auch ihm fällt es nicht leicht. Sie wusste es die ganze Zeit. Wie hielt sie auf? Aber wenigstens kann man sich auf Ellie verlassen. Zumindest wenn sie ihr Wort gibt. Aber theoretisch gesehen, wenn Ellie sich jetzt als Beispiel fortpflanzt, ist doch ihr Kind auch immun. Also jetzt theoretisch gesehen, weil sie ja auch die gleichen Antikörper dann... Und dann könnte man eventuell... Dann könnte man eventuell auch einen Impfstoff entwickeln, ohne irgendwie vielleicht Ellie zu töten. Ich habe das, glaube ich, aber auch schon im Remaster, im ersten Teil gesagt. Weil dann ist das ja schon im Blut, dann ist es weiter fortgeschritten so. Ne? Aber weil die Evolution entwickelt sich auch ein bisschen, aber ich weiß nicht, wie. Ich bin ja auch nicht so der Biologe und Erforscher, aber... Wusste sie es die ganze Zeit.
Ohr. Au. Das dauert Wochen, bis das verheilt ist. Was? Ja, läuft bei dir, Ellie? Läuft bei dir? Bist schon wieder auf dem Bein? Tafelfrau. Halber Mann. Nein. Okay, wir sind hier, glaube ich, in einem... Ah, ist das nicht... Ist das nicht so eine, ja, wo, also hier so eine... Ja, wie nennt man das denn? Wie nennt man das, wenn... Ja, so eine Kabine, bevor man... auf Sendung geht oder bevor man, sagen wir mal, ich führe jetzt ein Theaterstück auf, ich bin der Hauptprotagonist oder so, und dann sitzen ja auch viele immer hinten und werden geschminkt und so, ne? Die Garderobe, die Maskengarderobe, Fertiggarderobe, Schminkgarderobe, ich weiß es nicht. Jesse? Irgendwie müssen sie sich auch wieder vertragen haben. Das würde mich nochmal interessieren. Dina? Jesse? Wo sind die zwei? Oh cool, wir können hier immer noch üben. Ich finde das episch. Sind bestimmt oben wieder beim Funkturm, oder? Ah ne, Dina schläft. Hat Dina jetzt eigentlich mal die Wahrheit gesagt? Auf ein Wort. Aber vielleicht... Ja, traut Ellie sich ja mal an. Oder... Vielleicht kann Ellie ja mal ein bisschen Jesse die Geheimnisse anvertrauen. Weil das ist ja auch für sie eine Last, so ein bisschen, ne? Eigentlich ist es ein guter Freund. Wer hätte es mich wecken sollen? Oder er weiß schon was. Ja, er weiß schon. Er hat's gerochen. Ja. Aber er hat nur eine Frage gestellt. Wir haben es ihm ja nicht gesagt. Von daher. Er hätte es sich ja eh schon denken können. Ne? Ich verstehe, warum du hier bist. Er will bestimmt zurück, ne? Zurück. Ja. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Da sind sie sich schon mal einig, das ist schön. Frage ist... Ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Ja, das heißt, Jesse geht alleine mit ihr. Vielleicht bringst du sie zurück. Ja. Und wir bleiben hier. Wird nicht ohne dich gehen. Auch eigentlich schon, wenn wir mit ihr reden. Scheiß drauf. Worauf? Tommy. Oh. Das Aquarium, das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Okay für dich, Dina. Das kann Monate dauern. Sie will es so. Okay. Sagen wir, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Ja, Jesse, du wirst Vater, mein Freund. So ist es wahrscheinlich. Es ist von ihm. Wenigstens haben wir jetzt einen zweiten, ja, Mann, sage ich jetzt mal, der uns den Rücken stärkt. Mehr oder weniger. Das Aquarium am
Okay. Dann würde ich sagen, wir setzen hier einen Cut. Ich danke. Dann würde ich sagen, wir setzen hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part von The Last of Us 2 wieder. Bis dann.